Bei dieser Razzia in Brasilien ergibt sich sogar der Wachhund der Dealer und liegt auf dem Boden neben den Männern, die er eigentlich beschützen soll. Beamte des Rauschgiftdezernats in Sao Paulo stürmen die Hacienda, fesseln eine Dealerbande. Anstatt zu bellen, beschließt der riesige Rottweiler, sich ebenfalls zu ergeben. Die Drogenfahnder hatten das Grundstück mehrere Tage überwacht. Als eine Lieferung ankommt, nehmen die Beamten drei Männer fest und beschlagnahmen 1,1 Tonnen Marihuana. Die Ganoven wandern nach der Razzia direkt ins Gefängnis und der vielleicht nutzloseste Wachhund der Welt verbleibt bei der Besitzerin des Hauses, die offenbar nicht in den Drogenhandel verwickelt war.